Herzlich willkommen in der ersten Folge von meinem neuen Format Let's Talk Technik. Mit dabei ist der Jakob von seinem Fantasy Football Blog. Jakob, möchtest du dich auch kurz vorstellen? Ja, servus, ich bin der Jakob. Ich bin oft bei Mr. Breitkopf mit dabei, er kennt es schon. Heute dank räumlicher Trennung in Corona-Zeiten ein bisschen in schlechterer Qualität, aber das wird besser in Zukunft. Genau, das wird deutlich besser werden. Jetzt am Anfang, heute irgendwie wollte das ganze Streaming-Software nicht. Wir zeichnen diesmal ganz toll über Skype auf. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Ihr werdet es später sehen, aber es hat auf dem Testvideo gar nicht mal schlecht ausgeschaut. Und zwar wollen wir uns in diesen Videos wollen wir uns dann mit den neuesten Technikneuerungen beschäftigen. Da würde ich so ein bisschen meine qualifizierten Kommentare abgeben dazu. Ich meine, Hintergrund. Ich bin studierter Elektrotechniker, also minimale Ahnung habe ich schon davon. Ja, und ich kaufe Technik, wie andere Schuhe kaufen, ob es mir gefällt oder nicht, und günstig. Wobei, das stimmt nicht bei den Schuhen, aber ja, es könnte lustig werden. Genau, falls ihr es noch nicht kennt, hier seht ihr meinen Blog mrbreitkopf.de oder mrbreitkopf.blogspot.com. Da könnt ihr auch hin und wieder vorbeischauen. Gibt es interessante Materialien. Dann wollen wir aber auch schon mit dem Thema anfangen. Ich habe es, glaube ich, gestern bemerkt. Es war die neue Surface-Konferenz. Beziehungsweise dank Corona ist die Konferenz ausgefallen und die neuen Produkte wurden einfach so vorgestellt. Und jetzt wollen wir einfach mal so einen ersten Blick darauf werfen. Ich habe schon mal rausgesucht, was Neues gab, Jakob. Dann schauen Sehr wir uns schön. einfach als erstes, würde ich sagen, mal das neue Surface-Book an. Also Ja. irgendwie vom Aussehen ist das nicht sonderlich was Neues, oder? Ja, auf der anderen Seite ist es halt wie immer die Frage bei einem Laptop, was kannst du denn noch großartig verbessern, oder? Da hast du natürlich recht, da hast du recht. Ja, klar, die Anschlüsse schöner verpacken oder keine Ahnung. Mir hat es ein bisschen zu wenig Anschlüsse oder bin ich gerade auf der falschen? Nee, ich bin auf der falschen Seite. Ich bin beim Surface Laptop 3. Ha! Na, guck. Gucken wir uns doch mal einfach die technischen Daten an. Ich meine, man sieht jetzt hier, ich bin berechtigt, den Sonderpreis zu bekommen. Ja, ich hätte vielleicht vorher mein Microsoft-Konto ausschalten sollen. Aber das ist ja egal. Ich meine, ihr wisst, dass ich Florian heiße. Das habt ihr bestimmt jetzt schon rausgekriegt. Steht auch in jedem Impressum drin. Also, das ist egal. Genau. Wir haben wieder 15 und 13,5 Zoll, also nichts Besonderes eigentlich. Als Änderung hätten wir jetzt hier eine 1660er Serie, haben die reingebaut. Das ist eigentlich ganz cool. Wobei ich 32 Spannend. Gigramm eigentlich noch zu wenig finde. Wenn du sagst, du möchtest das professionell verwenden. Ich habe gesehen, dass es jetzt mittlerweile auch eine Quattro-Version davon gibt. Und wenn du sagst, du machst da irgendwie Rendering oder so, dann wären dir 32 schon wenig. Ich würde sagen, es ist für professionelles Nutzen am unteren Limit. Viele brauchen die 32 GB RAM noch nicht. Sie sind gerade aktuell noch so am Sprung. Also sie sind doch eher ein bisschen mehr Spielerei als wirklich nutzbar. Aber letztendlich, wenn du schon mal 1.700 €, 1.800 € ausgibst für so ein Ding, dann soll das doch ein paar Jahre halten und aktuell sein. Aber so funktioniert wahrscheinlich die Wirtschaft nicht, sondern es ist eher so, ja, in 2 Jahren brauchst du ein neues, weil es out of date ist. Was ich aber sehr fair finde, was ich hier gerade sehe, ist, wenn du das Größere nimmst, hast du schon 16 GB serienmäßig dabei. Das ist fair. Das ist fair, Ich meine, wird wahrscheinlich auch eine halbe Niere kosten, aber. ja. So ungefähr. Aber ja, also ich meine, kommen wir mal auf die wichtigen Dinge. Letztendlich mal zurück, Anschlüsse. Ja, Anschlüsse, glaube ich, da schaut es echt mau aus, so wie ich den sehe. Ich sehe da oben ein USB-C und daneben irgendeinen Kartenslot. Nee, nee, das ist doch dieser Surface Connector. Ah, das ist der Surface Connector, okay. Und Da ich müsste glaube, doch auf der hier. anderen Seite sind zwei USB-A-Format. Kann Ja, das sein? okay, das geht dann eigentlich schon. Zwei normale USB und ein USB-C hat er dann noch. Ja, es ist ganz ehrlich. Packt es noch einen vierten, noch einen zweiten USB-C dazu und dann bin ich damit glücklich. Aber immerhin ist eine Kopfhörerbuchse dabei. Das ist schön. Nimmt man gerne mit. Vor allem, wenn man Am so ein witzigsten Mensch finde ich wie ja ich immer die ist. Leute, die sagen, hey,
So ein Scheiß, das Surface Book. Da kann man das Tablet oben gar nicht laden. Dabei verstehen die hier, ne? Zwei Surface Connect Anschlüsse. Gerade da, wo du es unten einklickst, ja, da ist der Ladeport dann. Aber den finden viele nicht. Und das sind auch teilweise echt große Leute oder größere, deutlich größere Channel wie ich hier, die das nicht kapieren, dass das Ding einfach noch einen Ladeport hat. Ich meine, warum muss man denn auch offensichtlich präsentieren, wenn es eingedockt ist? Reicht doch einer, wenn einer immer ständig erreichbar ist. Aber wenn einer erreichbar ist, reicht es. Ich meine, ich muss sagen, ich bin froh über die Klinke, weil wer mich kennt, der weiß, ich habe zwar Bluetooth Over-Ears, aber die sind halt so, naja, eher seltener geladen. Und gerade immer dann, wenn ich sie brauche, sind sie nicht geladen. Deswegen ist die Klinke hervorragend, um die Kopfhörer trotzdem nutzen zu können. Aber das ist einfach persönlicher Geschmack. Die könnte man sparen. Zweiter USB-C wäre mittlerweile Pflicht gewesen. Also sorry Microsoft, da hätte ich mir mehr erwartet. Ich finde es gut, dass sie zumindest jetzt schon Power Delivery drin haben. Also. Ja, das ist gut, aber ein zweiter, dafür vielleicht ein USB-A wegstreichen, das hätte mir schon besser gefallen. So finde ich es zu wenig. Vor allem, weil USB-C ja wirklich jetzt schon langsam präsent wird, der Formfaktor. Also schon langsam ist der wirklich, wirklich am Vormarsch. Das einzige Problem, was ich damit habe aktuell, ist zwar schon, die ganzen Peripheriegeräte haben USB-C, aber du kriegst meistens immer noch ein USB-A auf USB-C-Kabel mitgeliefert und keine USB-C-C-Kabel. Das stimmt natürlich. Da das ist ich immer noch recht. So das. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich hätte einfach vier Anschlüsse machen. Komm schon, macht vier Anschlüsse. Man kann nie genug Ports haben. Nur weil Apple meint, man kommt mit einem aus, muss das nicht für jeden Menschen gelten. Wichtig finde ich bei der Surface-Reihe auch immer die 5-Megapixel-Frontkamera. Das ist einfach so viel geiler als sämtliche Laptop-Kameras. Ich meine, ihr seht es hier, aktuelles ThinkPad. Ist jetzt nicht so klar, ne? Aber mit einer Full-HD-Frontkamera, ich meine, klar, da ist mehr Platz drin in diesem Ding, aber das wobei, geht einfach nicht mehr. Wo ich sagen muss, wo sie drauf verzichten können, meine Augen, lieber eine noch bessere Frontkamera reinbauen und dafür die Rückkamera rausstreichen. Ja, die ist schon ein bisschen für den Arsch. Also wer nutzt bei einem Tablet wirklich die Rückkamera? Außer vielleicht ein paar Touristen, die mit dem Tablet stehen und schöne touristische Attraktionen fotografieren, sehe ich da einfach wenig Nutzen dahinter. Das ist die Oma, die ein bisschen zoomen möchte. Statt der Lupe nimmt sie dann ihr Surface Book. Ja, vielleicht. Aber okay, so, was fällt uns sonst da rein zu dem Thema? Genau, also WLAN 6 ist einfach muss. Ja. Und das Xbox Wireless finde ich nett, vom 15 Zoll mal. Mit dem 15 Zoll, mit einer 1660 kannst du schon zocken. Da kannst du schon ein bisschen zocken, das stimmt. Da. Genau, sonst alles beim Alten im Prinzip. Wollen wir mal gucken, was die Dinger kosten? Ja, also ich bin bei 13,5 Zoll, 8 GB, 256 GB bin ich bei 1.800. Ja, mit Studentenrabatt 1.600. Ja, muss ich schon sagen, Preis ist eine Ansage. Ja, das ist halt die integrierte Grafikkarte dann auch ja. Noch. Ne? Wenn du sagst, du möchtest eine dedizierte Grafikkarte, eine 1650, dann bist du bei 2K als Student. Ja, das ist, Aber weißt du, was ich der Preis find? Ist eine Ansage. Ich finde nett, dass der Surface Pen inkludiert ist. Ja, auf alle Fälle. Das ist auf jeden Fall eine Neuerung zum. War beim Vorgänger das auch dabei? Beim Surface ist es nicht mehr dabei. Ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls, ich finde den Preis, das nähert sich so ein bisschen Apple an. Aber ich meine, es ist ein Premium-Produkt, das ist so top of the line von Intel-Maschinen eigentlich, was die Handhabe, dieses Anfassen da betrifft, ist es halt einfach ein Premium-Produkt. Wenn man ein Arbeitsgerät will, dann. Klar, ich meine, für den schmalen Euro gibt es halt ja dann andere Geräte und da ist vielleicht das Surface Book nicht immer die beste Wahl. Was mir noch auffällt, ist, dass sie relativ große Displayränder nach wie vor haben. Ja, ich glaube, das Display ist immer noch das gleiche. Da hätte man sich vielleicht auch schon mal einen Schritt mehr erwarten können, aber hey. So viel haben sich, glaube ich, am Design nicht geändert, sondern mehr die Hardware einfach auf aktuellen Stand gebracht. Alles klar. Ja, dann würde ich mal weitermachen.
mit dem nächsten Produkt. Ich würde sagen, wir gehen weiter mit dem, nein, ich brauche keine Hilfe, mit dem Surface Go 2. Dem Surface Go 2 springst du ja ganz wild auf der Seite herum. Das ist halt das Einsteigergerät, das neue. Ja, aber das soll der Kracher sein. Schauen wir mal die Bezels an. Die sind so viel kleiner geworden als vorher. Im Vergleich zum alten Go, sie sind noch immer nicht hundertprozentig zeitgemäß, aber dafür kriegst du mehr Platz bei der Tastatur und das ist gut. Ich hätte mir halt dieselben Abmaße mit einem spurgrößeren Display gewünscht. Ja, ich meine, immerhin sind sie jetzt ein halbes Zoll größer vom Display. Das ist schon mal ein richtiger das Weg. Das auf alle Fälle. Was die Akkulaufzeit taugt mit den 10 Stunden. Ja, das kannst du letztendlich nur im Praxistest wirklich herausfinden. Es ist wie mit den Verbrauchsangaben beim Auto. Ist zwar nett, dass du das hast, aber... Ich glaube aber, dass die Variante to go ist eigentlich der M3-Prozessor, weil der wird schon nochmal einen ordentlichen Leistungsboost geben. Dass du sagst, hey, du gehst auf die normale SSD, nicht auf EMC. EMC, das kann man vergessen, das ist so langsam. Nee, der EMMC-Speicher, der ist mühsam. Aber den haben sie wahrscheinlich gebraucht, um diese 499, werden es wahrscheinlich kosten, Euro hinzukriegen, ja, schätze ich mal. Kann gut sein. Genau. Ich bin jetzt bei 459, aber das schauen wir dann eh nachher noch an. Ja, Anschlüsse, ein USB-C, ja. Das würde ich für den Preis sagen, okay, es ist eher mehr Tablet als Laptop. Das Problem ist, die haben jetzt kein USB-A mehr, oder? Nein. Das ist problematisch. Meiner Meinung nach. Das alte hatte nur USB-A, kein USB-C. Ja, keine Ahnung, es ist ein Tablet, da reicht die USB-C. Es ist kein Laptop, es wird auch wahrscheinlich, ja, kann schon als Laptop-Ersatz genutzt werden, aber dafür finde ich die Stofftastatur einfach nicht gut genug, um wirklich ein produktives Laptop zu sein, sondern es liegt da der Fokus deutlich mehr auf die Tablet-Aufgaben und dafür ist, glaube ich, ein USB-C ausreichend. Genau. Nee, hello, Mikrofon. Wie schon gesagt, die Rückkamera streicht sie doch endlich. Jeder Tablet-Hersteller soll die streichen. Lieber die Rückkamera vorne verbauen und gutes. Dann NFC ist mit dabei, das finde ich irgendwie ganz cool. Ja. Kannst ein Jahr Garantie ist halt mittlerweile schon, Alter, ein Jahr Garantie nur noch auf Elektrogeräte, das ist mittlerweile schon echt frech. Ja, zu wenig. Das finde ich halt echt frech von Herstellern, weißt du, die haben überhaupt kein Vertrauen mehr in ihre eigenen Produkte scheinbar. Ja. Weil, ganz ehrlich, ich stell dir ein Auto vor die Tür und sag dir, Alter, bestes Auto, kauf dir unbedingt. Aber nur ein Jahr Rückgabe. Ein Jahr garantiere ich dir, dass es fährt. Willst du das Auto kaufen, wenn der Händler sich hinstellt? Hey. Wenn du nach dem Krieg denkst, Waschmaschinen, Garantie, 1000 Jahre. So gefühlt. Ja, oder stell dir vor, ein Typ, ein Bauunternehmer, baut dir dein Haus und sagt, ja, ein Jahr garantiere ich dir, dass dir dein Haus steht. Also ganz ehrlich. Ja. Er hat überhaupt kein, also sie haben scheinbar überhaupt kein Vertrauen in ihre Geräte. Also kann doch nicht sein. Ist die neue Microsoft, ist die Maus eigentlich neu? Weil die finde ich hässlich. Welche Maus? Die was, warte noch, klick mal du bei den Bildern durch. Nicht bei den technischen Daten, sondern bei den Bildern herum. In der Übersicht. Ja. Mir zeigt es bei der Übersicht bei den Bildern mit an. Die Arc-Maus? Ne, die gibt es schon ewig. Nee. Geh nochmal zurück und nicht auf die technischen Daten, sondern die Bilder anschauen. Bilder. Die Bilder, ja, nicht auf Übersicht, sondern Bilder. Geh auf Übersicht und dann klickst du mal bei den Bildern weiter, ganz oben. Ganz unten meinst du? Ja, oben kannst du auch weiterklicken. Da ist sie klein. Ja? Die ist schon uralt, die ist einfach komplett aus Metall und das Rädchen ist so, da habe ich immer Angst, dass ich irgendwas zerkratze mit dem Ding. Ja, nee. Die finde ich nicht gut, aber das ist, reiht sich so in die Kategorie Apple-Maus ein. Also finde ich beide nicht gut. Ich glaube, die kann man wenigstens Batterien wechseln. Ja. Ja, das ist ein anderes Thema. Die schaut auch unbequem aus. Die zerlegen wir auch noch. Ja. Und jetzt können wir dann unsere Anekdote erzählen, wo wir im Apple Store waren und uns allerlei verkauft werden sollte. Aber das Thema uns für was anderes auf. Ich meine, das Format soll nicht allzu lang werden. Ich versuche das jetzt unter der 20 Minuten Marke zu halten, deswegen werden wir jetzt so schnell auf die Preise gucken.
M3 mit LTE habe ich. Also der Pentium 4425Y, also preislich, sie sind jetzt keine so richtigen Schnäppchen mehr wie früher. Ich meine aber, der M3, 8 Gramm, 128 GB SSD mit einem Dock zusammen, ist es fast ein vollwertiger PC. Ja, aber ich meine, schau dir Juwi an, die stellen dir das Ding für 400 Euro hin. Ja, aber Juwi hat keinen tollen Microsoft-Connector. Das stimmt auch wieder. Nee, also es ist schon wieder Premium-Preis, muss man ehrlich sagen. Sie sind mittlerweile früher waren die Surface-Produkte echt richtig gut, aber mittlerweile muss man sagen, also preislich sehr, sehr attraktiv. Gut sind sie wahrscheinlich immer noch. Mittlerweile muss man sagen, sind sie einfach Premium. Ja, genau, machen dann weiter. Gehen wir aufs nächste. Ja. Ich hätte gesagt, wir schauen uns die Surface, hat auch noch Audio rein. Warum will der immer Hilfe? Ich brauche keine Hilfe, ich kenne mich ja aus. Den Kopfhörer raus. Schau mal, das ist die neuen Kopfhörer. Genau. Die Surface Headphones 2, ja. Kosten 279 Euro für Normalsterbliche. Für mich ein bisschen billiger. Kennst mich ja. Der arme Student kann sich nichts leisten. Finde ich auch einen happigen Preis. Finde ich sehr ehrlich happy. Sagen. Also, puh, da kann ich mir auch bei den Premium-Audio-Herstellern Sachen kaufen. Da kannst du dir auch bei den Premium-Herstellern kaufen, ja. Was kostet zum Beispiel, akzeptieren wir mal Cookies, was kostet eine Noise-Canceling-Kopfhörer von Bose? Schaut aus wie Over-Ear, so Over-Ear. Ja, die Quiet Comfort 35 kosten 279, du. Jetzt im Angebot, ja? Und die sind eigentlich ganz geil. Ja, das schenkt sich nicht viel. Naja, aber da greife ich lieber zu Bose als zu Microsoft, sorry, aber. Ja, das. Da vertraue ich lieber den Premium-Audio-Anbieter. Ich meine, klar, ich glaube, die einzige Änderung, die jetzt drin ist, ist, dass sie jetzt wahrscheinlich statt irgendwie 11 Stufen, 13 Stufen Noise Cancelling haben und in matt schwarz erhältlich. Ja, ich muss sagen, lass die Dinger bei 199 starten, bei 200. Dann schaue halt schon ein bisschen. Es ist halt für den, ehrlich gesagt, ich glaube, dass das einfach nur ein Hipster-Produkt ist. Ich glaube, dass das Produkt auf keinen Fall schlecht ist. Ich möchte es nicht schlecht reden, aber ich glaube, dass das Produkt ist, wenn du so ein fettes Surface-Book für 4K kaufst, dann lässt du dir für 250 oder 300 lässt du dir so einen Kopfhörer auch noch raus, weil wie schaut das denn aus, wenn du mit so einem Bose-Ding da hockst? Klar, natürlich, aber ich muss sagen, lasst die für 200 starten, baut sich eine Gruppe auf, eine Kaufkraft und dann zieht es den Preis Richtung Premium-Hersteller an, aber jetzt gleich mal mit den Audiospezialisten auf eine Stufe hinziehen, puh, finde ich einfach happig. Also ich meine, den Sony, den gibt es ja auch im gleichen Preis-Range. Ich weiß es nicht ganz genau. Sony hat immer so tolle Nummern, die kann man sich nicht merken. Ja, ich möchte jetzt da nicht eine Marke bevorzugen, ja. Ich weiß gar nicht, wie es bei Sennheiser ausschaut, was die haben. Ich auch nicht. Genau. Und ich das müssen wir irgendwann mal anders vergleichen, aber ja, ich finde den Preis ein bisschen, puh. Ich werde die definitiv mal Probe hören, weil ich bin eher ein bisschen so ein Audio-Fan. Also mich interessiert einfach, wie die klingen und kann euch dann gern mehreres erzählen. Kaufen werde ich sie mir nicht, die sind mir ein bisschen teuer. Ja. Aber ja, Sprachdiktat ist immer das Feature, was die am meisten bewerben. Aber ich vermute, dass Sprachdiktate einfach mit jedem scheiß Mikrofon gehen, ganz ehrlich. Ja, das Problem ist halt bei mir, ich nuschel defiz für, also, ja. Ja, dich versteht da gerade auch keiner, also. Jeder versteht mich, ich meine, ich spreche sowas ähnliches wie Deutsch. Ja, damit es mit den 20 Minuten was wird, müssen wir nochmal weitergehen jetzt. Ja. Genau. Wir haben jetzt hier noch die neuen Surface Earbuds, ja. Und ich würde die jetzt gleich mit den, was mir auch aufgefallen ist, das sind vor kurzem die neuen Pixel Buds rauskommen. Ich würde die jetzt gleich so ein bisschen Side-by-Side comparen. Was ich hier ganz hübsch finde eigentlich, ne, ist diese riesige Bedienoberfläche, die du hast. Ich glaube, wenn du da so deine Swipe-Befehle hast, dass du das richtig geil umsetzen kannst.
Was mich ein bisschen stört, ist die große Bedienoberfläche, weil die noch schlimmer ausschaut wie von den AirPods. Also ich muss gestehen, ich habe bei den Pixel Buds die paar Reviews gelesen, also so sehen die aus, für die Leute, die das nicht kennen, habe die Reviews gelesen. Und bei den Reviews wird bemängelt, dass die Touch-Oberfläche für die Befehle nicht groß genug ist. Ja. Deswegen kann ich mir natürlich vorstellen, dass die hier ja richtig aber gut funktioniert. Weißt du, das sieht so aus, du kennst doch die Leute mit so Tunneln in den Ohren, so Ohrlöchern und dann so Tunneln. Genauso schauen die irgendwie für mich aus, nur halt im Mais. Angeblich kriegen sie dadurch einen riesen Treiber unter. Also soll der Sound ganz gut sein. Klar, ich muss sagen, ich bin aber Fan von Over-Ears. Ich kann mit den In-Ears grundsätzlich weniger anfangen, vor allem solange sie nicht wirklich schön im Ohr verschwinden, sondern irgendwie dämlich rausstehen, sind sie für mich nicht interessant. Da bin ich einfach völlig die falsche Zielgruppe. Sie sind auch unbequem. 8 Stunden Ladung. Nicht schlecht. Das ist in Ordnung. Würde ich jetzt sagen. Also über so Earbuds kann man eh nicht immer lange reden, weil solange man sich die Dinger nicht ins Ohr gesteckt hat, kann man nur das Design machen. Ja, also ich werde es mir auch nicht ins Ohr stecken. Ich bin da einfach völlig falsche Zielgruppe. Ich finde sie unangenehm. Ich finde Over-Ears angenehme, gescheite, deutlich besser. Was ich ja immer mega witzig finde, ist, diese da Werbung machen mit ich habe die bei der Präsentation so toll in meinem Ohr und ach, und ja, schaut doch alle meinen Kopfhörer an und ich kann hier die PowerPoint-Folien weiter swipen. Alter, wenn ich mich da bei der Uni vorne hinstellen würde und mit meinem Ohrhörer umeinander swipe, wird dich jeder für dumm, Alter. Ja. Das Einzige, was ich wirklich cool fand, ich habe mal ein Surface besessen für eine Präsentation und mit diesem Stift weiter zu klicken, war eigentlich ein ziemlich cooler Präsenterersatz. Ja, mit dem Stift, weil aber keine. Ich meine, da musst du ja dein Ohrstecker in die Hand nehmen, damit du da sinnvoll weiter swipen kannst. Du hast dein ganzes Ohrschmalz drauf. Oder Live-Übersetzung reinreden. Aber was anderes, die Box finde ich hübsch. Die Box ist richtig cool und auch dieses ist vor allem schön klein, wobei ich die vermutlich zu hoch finde für die Hosentasche. Ich habe das Problem mit meinen Jaybird Runs, dass ich die in der Hosentasche nicht so angenehm finde. Ja. Und das wirkt auch so, als wäre es kein schöner Hosentaschenfaktor. Aber ich finde die Box schön. Das wäre so, wenn die innen leer wäre, wäre das was für meinen Schreibtisch, wo ich süß so ein paar Gurlen reinstecke, wenn es mich denn doch mal überkommt. Ja, so die Kopplung ist, glaube ich, ganz cool. Mit so One-Click-Kopplung ist, glaube ich, auch ganz cool. Aber ja, letztendlich sind die nur eine Ergänzung zum Produktportfolio, damit sie es halt haben und damit sie auch bei ihren eigenen Pressekonferenzen nicht irgendwelche anderen Sachen hernehmen müssen. Genau. Ich finde es zu teuer für das, dass kein Noise Cancelling drin ist. Wenn Noise Cancelling drin wäre, für unter 200 Hacken wäre ich dabei. Ja, wie schon gesagt, ich bin da auch designtechnisch. Es sieht einfach nicht gut aus. Oder findest du das toll, wie das bei dem Typen da ausschaut, der gerade die Präsentation hält? Also ich weiß nicht, ich müsste mir das mal reintun ins Ohr und dann im Spiegel angucken, weil ich meine, meine aktuellen sind ja auch nicht die hübschesten. Ja, die finde ich auch nicht hübsch, gebe ich ehrlich zu. Ich kann mit dem Ganzen nichts anfangen. Also solange die nicht wirklich elegant im Ohr verschwinden, sind die einfach nicht interessant. Gut, dann schauen wir uns noch 2 Minuten das letzte an, die Pixel Buds. Hat was von, ich weiß nicht, sind wir da jugendfrei unterwegs? Ja, wir sind jugendfrei unterwegs. Scheiße. Dann lasse ich meinen Kommentar lieber. Das ist besser. Nein, ich finde, die passen schon. Die sehen deutlich eleganter aus. Das ist halt auch deutlich weniger Fläche. Also, cool finde ich, dass die Box Wireless Charging kann. Dass du die einfach nur auf irgendein Handy schmeißen kannst oder auf deine Lieblingsplattform oder keine Ahnung, auf dein Handy-Ladegerät und dann lädt das Ding einfach, weißt du? Das finde ich cool. Und dass der Format passt in die kleine, ich habe ein paar Tests angeschaut, passt in diese kleine Tasche von der Jeans. Nicht da die große Hosentasche, sondern ist da meistens so eine kleine, ich glaube, Messertasche oder warum auch immer, ne? Da passt die Ding rein, das Ladecase. Das heißt, du kannst es immer mitnehmen. Ja, aber leider auch kein Active Noise Cancelling. Ich weiß jetzt auch nicht, was das Ding braucht. Was das Ding kostet. Kein Dunst. Da steht nur in Warteliste eintragen. Aber ich habe keine Ahnung.
Ja, das wird sich dann herausstellen. Ich denke nicht, dass die günstig werden. Cool finde ich, dass so Google Übersetzer integriert ist, aber dass es im Prinzip doch bei jedem Headphone das Mikrofon hat. Ja, so. Vielleicht, wahrscheinlich funktioniert es da besser und dieses Okay Google Aktivierung funktioniert besser, Und ein aber bisschen schneller und sowas, aber. ich habe das mal damals probiert, vor 2 Jahren mit meinen Jaybird. Das hat ewig gedauert. Vielleicht sollte ich es mal nochmal probieren, weil viele Tester sagen, es ist sau cool, immer einfach kurz draufdrücken und dann irgendwas reden und dann kriegt man sofort eine Antwort. Ich komme mir da in der Öffentlichkeit immer ein bisschen blöd vor, muss ich sagen. Ich tippe das lieber ins Handy her ein und zeig's denen. Schon ein bisschen, ja. Ich Nee. bin da oldschool unterwegs und mittlerweile ist es ja auch schnell eingetippt. Und wenn das jeder auf seinem Handy macht, läuft es auch flüssig. Gut. Gut, dann sind wir fertig. Dann Machen wir wären wir noch ein soweit bisschen Werbung durch. für deinen Blog. Machen wir noch ein bisschen Werbung für meinen Blog. Genau. Schaut's vorhin vorbei. Wir werden jetzt da versuchen, da so ein wöchentlichen Rhythmus zu finden, ne? Wo ich oder meistens wahrscheinlich ich mit Jakob zusammen über Technik reden, Technikneuheiten, vielleicht Ja, auch irgendwelche coolen ich glaube, Projekte. wir werden mal Kickstarter durchklicken und schauen, was es gibt. Kann auch sein, dass wir uns einfach nur über irgendwelche Technikgeräte lustig machen, sei es Rollen für einen Mac Pro für 800 Euro. Kann ja auch sein. Genau. Also, Servus, bis Ciao. zum nächsten Mal. Ciao.